Die Schaumanns, eine Familie, erlebt die Medienwelt. Papa Toni, Mama Doris, Mirko, Tim, Anna und Kater Max. Heute Mirko allein im Netz. Eigentlich wollte Mirko für Erdkunde checken, welche Flüsse in die Nordsee fließen. Aber es gibt so unendlich viel im Netz zu entdecken. Zu viel? Gut, dass Mutter Doris in der Nähe ist. Kinder wachsen heute wie selbstverständlich mit dem Internet auf. Dennoch benötigen sie die Unterstützung ihrer Eltern. Beachten Sie daher ein paar einfache Regeln. Begleiten Sie Ihr Kind beim Surfen. Jüngere Kinder sollten noch nicht allein ins Internet gehen. Und bei älteren Kindern bleiben Sie auch hier in Rufweite und interessieren Sie sich für die Aktivitäten Ihres Kindes. So können Sie mögliche Probleme sofort besprechen. Schützen Sie Ihr Kind zusätzlich mit technischen Hilfen. Aktivieren Sie Sicherheitseinstellungen und erstellen Sie einen eigenen Account für Ihr Kind. Richten Sie Ihrem Kind geschützte Surfräume ein, indem Sie den Kinderserver installieren und gemeinsam eine sichere Startseite wie www.meinestartseite.de einstellen. Für Surfer ab etwa 12 Jahren eignen sich Jugendschutzfilter. Eine Anleitung, wie Sie diese Einstellungen vornehmen, finden Sie auf der Schau-hin-Website im Bereich Internet. Aber diese technischen Maßnahmen können die Begleitung durch die Eltern nicht ersetzen. Zeigen Sie Ihrem Kind deshalb sichere Kinderseiten und klären Sie es über Gefahren im Internet auf. Verabreden Sie mit Ihrem Kind außerdem, dass es zu Ihnen kommt, wenn es sich im Internet bedrängt fühlt oder wenn es ein ungutes Gefühl hat. Viele weitere Tipps finden Sie auf der Schau-hin-Website unter www.schau-hin-info.